Zum zweiten Mal hat das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie zum Tag der Geothermie ins Geozentrum nach Hannover eingeladen. Rund 950 Besucher kamen zu der zweitägigen Veranstaltung, von der sich die Gäste sehr angetan zeigten. Sehr gut, weil wir haben schon eine Pumpenanlage zu Hause. Wir haben ein zweites Gebäude, was wir versorgen wollen. Und der Vortrag, der erste, den wir gehört haben, war da sehr zielführend, weil jetzt haben wir im Prinzip einen Leitfaden, ob das bei uns geht bei dem zweiten Gebäude. Und das ist ja immer die erste Frage, die im Raum steht. Geht das? Können wir das machen oder nicht? Insgesamt also eine sehr gelungene Veranstaltung. Eine tolle, kompakte Veranstaltung. Alles da auf kleiner Fläche. Wir sind ganz begeistert. Die Mischung an Ausstellern kam gut an. Es ist auf jeden Fall interessant, wenn man gleich Fachfirmen dabei hat, dass man da Ansprechpartner hat. Und auch die Aussteller zeigten sich sehr zufrieden. Gute Beratungsgespräche, viel Interesse, also sehr konkretes Interesse. Also wir sind sehr begeistert. Die Leute sind teilweise schon gut vorinformiert auch, aber man merkt, dass tatsächlich viel auch direkt in die konkrete Umsetzung jetzt gehen wollen. Die Teilnahme am Tag der Geothermie war also selbstverständlich. Weil ich glaube, dass dieses Zusammenspiel mit dem Elbeck für uns natürlich die große Chance bietet, das Ganze eben auch im Komplettpaket zu betrachten. Das Thema Geothermie, oberflächennahe Geothermie ist ein Thema von zunehmender Bedeutung, das ist uns völlig klar. Und wenn die Wärmepumpe jetzt gerade vor dem Hintergrund der Diskussion um die Wärmewende, Wärmeplanung jetzt diskutiert wird, dann ist das wichtig, dass wir technologieübergreifend das Ganze anschauen. Und das geht im Verbund mit Abstand am besten. Alles in allem hat der Tag der Geothermie 2023 die Erwartungen übertroffen. Daher wird es sehr wahrscheinlich einen dritten Tag der Geothermie geben, der voraussichtlich im Jahr 2025 stattfinden wird. Das Angebot, oder?